Ja, die Stäbe könnten wir eigentlich auch mal irgendwie rüberreichen. Die müssen wir bei Gelegenheit nämlich alle identifizieren und dann verkaufen. Weil dadurch, dass wir sie verkaufen, die haben nämlich alle nur eine Ladung, soweit ich weiß. Ja? Ja. Alle nur eine Ladung. Wenn wir sie verkaufen, können wir sie zwar teurer zurückkaufen, aber sie haben wieder volle Ladungen. So können wir die Ladung Ja, von das Stäben ändert wenig. wiederherstellen. Oder wir lassen einfach Yoshimo die Stäbe nachher klauen. So, es ist mittlerweile Ich kenne dunkel euch geworden. nicht. Ihr seid nicht von hier. Hey, ihr da, ihr seid doch die Abenteurer, die den Zirkus gerettet haben. Wartet, ich muss mit euch reden. Ja, worum geht es? Ich nehme von Kindern keine Gefehle entgegen. Geht weg. Ich habe keine Zeit, tut mir leid. Worum geht es? Ich reise mit dem Zirkus. Ihr kennt mich, Frau Eri? Aber ja doch, Kind. Talisa, das ist Myra. Was hast du zu sagen? Als wir nach Alcantara gekommen sind, habe ich gesehen, wie Kalle eines Tages weggeschlichen ist. Wir waren gerade dabei aufzubauen und ich wollte meine Aufgaben nicht erledigen und bin ihm gefolgt. Sehr toll. Er ging in den krummen Kranich am Stadttor und hat mit einem Händler namens Jaffir gesprochen. Oder Jaffir. Jaffir hat ihm eine magische Lampe verkauft und hat Kala versprochen, er könne damit alles erreichen, was er wollte. Ich mochte Jaffir nicht. Er hat irgendwas an sich, dass sich meine Haare im Nacken aufgerichtet haben. Oh, seht doch, wie Bos Pelz sich bei der bloßen Erwähnung des Namens dieses Jaffir kräuselt. Talisa, er ist sicher ein böser Schurke. Bo irrt sich bei solchen Dingen nie. Ja, Bo. Und dann, ihr wisst ja, was im Zirkus passiert ist. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Und ich war neugierig und bin letzte Nacht in Kalas Zelt geschlichen und habe die Lampe gestohlen. Aber sie ist kaputt oder so. Ich weiß nicht, ich kann keine Magie damit machen. Kann ich die Lampe haben, Myra? Vielleicht sollte ich diesen Jaffir einmal besuchen. Doch Kinder sollten sich nicht mit Dingen abgeben, die sie nicht verstehen. Gib mir die Lampe. Nein, fragen wir nach der Lampe. Klar, doch, ich bin froh, wenn ich helfen konnte. Ich hoffe, ihr findet heraus, was Jaffir vorhatte. Armer Kala, er war so nett. Er wollte nur ein paar Freunde. Ja. Neuer Tagebucheintrag. Nachdem wir das Zirkuszelt befreit hatten, sprach uns ein Mädchen namens Myra an. Ja. Hat uns ein Mädchen aus Myra angesprochen. Sie gab uns eine Lampe, von der sie behauptete, sie sei magisch und die Quelle von Kalas Kraft gewesen. Kala erhielt sie anscheinend von einem Händler namens Jaffir, der sich im krummen Kranich im Stadttorviertel aufhält. Also ja, Stadttorviertel ist das kleine Miniviertel hier. Und ja, Adkatla ist wieder groß, auch wenn es nicht so groß ist wie jetzt Baldur's Tor. Also, ja, die Stadt ist schon größer als Baldur's Tor, wie man hier sieht, aber wir haben nicht so viele Gebiete. Vor allem sind die viel geordneter. Und da wir netterweise eine Stadtkarte haben. Ja, die wachende Festung. Eine Stadtkarte haben, können wir uns auch einigermaßen zurechtfinden. Beziehungsweise wir haben eine Karte von der Stadt und vom Umland. Wir wissen aber nicht, wo wir jetzt im Umland großartig hin sollten. Deswegen halten wir uns erstmal in der Stadt auf. Gut, wir sind immer noch bei Vaukens Promenade. Hier gibt es mehrere Ausgänge aus dem Viertel. Und noch Geschäfte, die wir abklappern könnten. Wie den Waffenschmied, ein enges Geschäft, ein Rüstungsladen und Bogner. Und der Erzkaufmann. Und wir können uns noch die Messe hier angucken, die Ausstellung. Wenn ihr es wollt. Ah, nach dieser Zirkussache hier. Erst Kommt einmal nur. Natürlich. geben wir hier Bescheid. Ich wollte euch nur danken, Bürger, für diese hervorragende Arbeit, die ihr geleistet habt. Ihr habt uns eine Menge Ärger erspart mit diesem Wurm. Die Stadt ist euch zu Dank verpflichtet. Kein Problem. Sehr gut, Bürger, habt nochmals vielen Dank. So, der ist weg. Ruf der Gruppe hat sich um eins verbessert. Das ist immer gut.
Wer seid ihr? Danke, dass ihr meine Mutter gerettet habt, werte Dame. Papa wird so glücklich sein. Jo, nochmal Erfahrungspunkte. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich werde euer Herz verspeisen. Was zur Hölle? Guter Freund, ihr seid hier im Land der Händler. Ein wahres Paradies für jene, die genug klingende Münzen ihr eigen nennen. Ich werde euer Herz verspeisen. Oh, da unten sterben Schattendiebe. Beim Zirkus habe ich nie viel von den Städten gesehen. Ich werde Sind euer sie Herz alle so voller verspeisen. Leute wie diese hier? Und ja, das meinte ich mit... Das meinte ich mit Vampire. Nein, das dürft ihr jetzt noch nicht sehen. Ihr habt euch noch nicht für eine Seite entschieden. Gehorcht, wenn die Zeit kommt. Gehorcht oder ihr werdet ebenso sterben wie die Diebe. So will es meine Herrin. Wovon redet ihr? Warum habt ihr gegen diese Leute gekämpft? Ihr droht mir, ich bin nicht so leicht umzubringen wie die, die ihr gerade getötet habt. Wovon redet ihr? Solches Wissen ist nicht für euch bestimmt, noch nicht. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr viel wissen. Und falls die Herrin es geschaltet, werdet ihr sogar leben. Okay. Ihr zeigt mir, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ein bisschen Zeug. Eine Nachricht. Das ist mal interessant. Ach, wer kann noch viel tragen? Ja, Jira kann noch ein bisschen tragen. Wobei Edelsteine kommen eh zur Yoshimo. Schriftrollen zu Eri. Weil das können wir alles hier im Edelsteinbeutel bunkern und dann von da raus verkaufen. Notfall. Befindet sich bereits im Zauberbuch. Befindet sich auch im Zauberbuch und das ist Zauberstoß, den konnten wir schreiben. Sehr schön. Was sagt die Nachricht? Proklamation an alle Gliedenmitglieder. Das Schattenkonzil höchstpersönlich hat befohlen, dass alle Zweigstellen gegenüber der Meuchenmörder-Gilde, die es wagt, uns unsere Mitglieder abspendig zu machen, äußerst wachsam sein sollen. Der Lockruf klingender Münzen wird von der gegnerischen Gilde nur als Köder eingesetzt. Wir nehmen an, dass alle jene, die wirklich zum Feind übergelaufen sind, ein blutiges Ende gefunden haben. Keine Gilde ist in der Lage, die Schattendiebe zu übertreffen. Jeder, der das behauptet, muss daher finstere Motive haben. Das ist als Warnung zu verstehen, die Kosten des Verrats sind hoch. Okay. Liegt da noch was rum, Minsk? Nein. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Also ja, nochmal was, ein bisschen Geld für uns. Aber da du hier immer noch rumstehst, was hast du uns denn zu sagen? Keine große Herausforderung. Alles, was ihr benötigt, könnt ihr wohl bei mir bekommen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Mira, ich wünsche euch gute Geschäfte. Hab euch heute hier noch nicht gesehen. Habe ich etwa das Glück, einen Fremden hier in der Stadt des Geldes zu treffen? Ja, ich bin neu in Arcata. Mein Name ist Talisa. Nett, euch kennenzulernen. Ich bin neu hier, ja, aber meine Geschäfte sind meine Sache. Nein, ich war schon einige Male hier in der Stadt. Verzeiht, ich bin schon wieder weg. Ja, ich bin neu hier. Ich bin Mira, Inhaberin dieser Bude und ihrer Waren. Ich glaube, das Glück hat euch den Weg zu mir gewiesen. Seht euch meine Waren an und fragt mich, was immer euch interessiert. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wo ich ein Gasthaus finden kann, einen Ort, an dem man leicht an Informationen kommt. Ihr seid ein Abenteurer, meine Fürstin, nicht wahr? Ihr findet vielleicht andere eurer Art in der Kupferkrone unten in den Slums. Ja, wisst ihr etwas über die folgenden Magier? Die Magier? Ach, über die zu reden ist vergebene Liebensmühe. Magie ist hier in Amt geächtet und ich weiß nur wenig über Magier und solche Leute. Ja, vielleicht könnt ihr mir etwas über die Schattendiebe von Adkatla sagen. Die Schattendiebe? Ich weiß nur wenig, meine Fürstin, und ich betrachte mich deswegen eher als glücklich. Alle Verbrechen hier könnten wohl ihnen zugeschrieben werden. Ich suche nach spezieller Ausrüstung, etwas Starkem und Magischem. Habt ihr so etwas? Manchmal habe ich ein oder zwei Perlen von solcher Qualität unter meinen Waren, aber nicht häufig. Dann zeigt mal, was ihr habt. Aber natürlich, ihr werdet feststellen, dass Mira kein Kobold ist, wenn es um Qualität und Preise geht. So, gucken wir mal. Sie hat ganz normales Zeug, Langbogen, Kurzbogen.
Zweite Geschwert, also alles ist Standard bei ihr. Plattenpanzer. Langschild. Das würd ich mir gerne ins kaufen. Und der Rest ist nur Kugeln und ein Heldentrank. Und ein paar Heiltränke. Also Heldentränke verkauft sie ganz viele und Heldentränke sind verdammt gut. Plus 10% Trefferpunkte, Schaden und so weiter. Nö. Ich habe nur Interesse an dem Langschild, das du verkaufst. So, von uns kannst du erstmal das ganze Zeug hier haben, weil das nichts wert ist. Obwohl, ich sollte es bei einem Waffenhändler versuchen. Was ist mit Edelstein? Sollte ich auch einen anderen Händler finden? Nö. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall ein besseres Schild. Folgt nun gut. Gut, das will ich aber. Guter Freund, ihr seid hier im Land der Händler. Ein wahres Paradies. Mal kurz gucken. Das war der Tempel des Silmater. Ich will ins Wirtshaus. Die Höhle der sieben Geier klingt nicht so berauschend. Da will ich erstmal noch nicht rein. Was möchtet ihr? So, dann setzen wir uns an einen Tisch. Habe ich eigentlich mit ihm schon gesprochen? Mit Lago? Ein gutes Geschäft wünsche ja. Ich euch. Nur auf der Suche nach einem Schlafplatz. Danke für den Tipp hier. Gut, mit dem hatte ich schon gesprochen. Ratten gab hier noch nie. Ja. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Dann zeig mal, was du hast. Ich glaube, wir trinken erstmal ein. Was hätten wir denn Schönes? Ein Drachenotenbier. So. Und dann nehmen wir ein Edelmannszimmer. Mit Mäusen drin. Es ist so gut zur Abwechslung mal eine Frau in verantwortlicher Position zu sehen. Männer klauen einem immer die Bettdecke. Okay, ja, das ist auch was Besonderes dabei aus G2. Wenn wir über rasten, dann haben bestimmte Charaktere besondere Dialoge nach dem Rasten. So wie Imoen, als wir im Dungeon gerastet haben. Diesmal Aerie. Ha, es ist so gut, zur Abwechslung meine Freundin verantwortliche Position zu sehen. Männer klauen einem immer die Bettdecke. Das ist für mich jetzt auch was Neues, weil Tanisa ist mein erster weiblicher Char in Baldur's Gate 2, muss ich zugeben. Deswegen ist mir dieser Dialog auch ganz neu. Ihr habt also gut geschlafen und was wisst ihr von Männern? Auch Frauen sind auch ganz gut im Bettdecken klauen. Männer klauen immer einem mehr als nur die Bettdecke, wenn man sie lässt, Schwester. Ihr habt also gut geschlafen. Ich habe geträumt, dass ich wieder Flügel hätte und dass ich meinen müden Kopf auf dem wolkenumhüllten Gipfel meiner Heimat zur Ruhe betten konnte. Oh, Talisa, es war schon schön. Ja, hat sie uns noch mehr zu sagen? Nein. Hat jemand anderes uns was zu sagen? Nö. Ich warte. Keine große Herausforderung. Gut, ich denke mal, es ist jetzt wieder Tag, oder? Nee, es ist 18. Stunde. Wie lange haben wir gerastet? 16 Stunden, okay. Sir, you look like a man who needs a good spell with his wife. Ja. Nun gut. Die beiden hier oben haben leider nichts Interessantes für uns. Und da weiter oben sind eh nur Gemüsestände. Da liegen ein paar Pfeile für Yoshima rum. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, der kann gut ein paar Pfeile gebrauchen. Ja. Macht ja keinen Ärger. Was immer ihr wünscht.
So, ich würde sagen, bevor wir uns hier in der Promenade die ganzen Läden angucken, gucken wir mal, ob es noch interessante Sachen auf dem Markt gibt. Bevor wir die Promenade verlassen und gucken, wie wir Imoin retten. Weil wir können jede Hilfe gebrauchen, die wir finden können. So, wie wir jetzt zum Beispiel Eri gefunden haben. Die mit ihren 30 Lebenspunkten wirklich arg wenig Lebenspunkte hat. Hallo Fergus. Der Zirkus ist gerettet. Oh, das muss ich mit eigenen Augen sehen. Ganz herzlichen Dank. Okay, der hat nicht viel zu sagen. Ein Elch, ein Leopard. Und wer bitte seid ihr? Ich halte das, was ihr getan habt, für heroisch. Ist es wichtig? Wir sind euch für alles, was ihr getan habt, sehr dankbar, meine Fürstin. Ja, jetzt wird unsere Reise nicht umsonst gewesen sein. Mhm.